darf dann jetzt an den Spitzenkandidaten übergeben hier im Saarland. Wir haben ja Landtagswahl und das ist ja auch der eigentliche Grund, warum wir heute hier in Saarbrücken sind, weil wir gesagt haben, wenn wir schon die Landtagswahl im Saarland zur Schwerpunktwahl in diesem Jahr erklären, dann wollen wir natürlich auch den kompletten Mitnahmeeffekt und führen unseren Bundesparteitag in Saarbrücken im Schloss durch, weil wir uns eben nicht diktieren lassen, wo wir unsere Parteitage durchführen, sondern wo die NPD ihre Parteitage durchführt, das entscheiden wir selbst. Herr Richter. Die NPD Saar tritt hier bekanntlich zur Landtagswahl an und ich möchte hier auch nochmal ganz klarstellen, wir treten hier nicht an, um einfach nur auf dem Stimmzettel zu stehen. Wir treten auch nicht an, um 1% zu bekommen und irgendwo vielleicht Wahlkampfkostenerstattung abzugreifen. Wir treten hier an, mit dem Anspruch, in den Landtag einzuziehen. Und das sage ich nicht einfach so daher, sondern da bin ich fest davon überzeugt, dass das möglich ist. Die NPD führt hier einen hervorragenden Wahlkampf. Wir haben Unterstützung aus der gesamten Partei, von allen Verbänden, die hier mit verschiedensten Mitteln unseren Wahlkampf unterstützen. Und ich sage auch ganz klar, der Wahlkampf hier ist noch nicht vorbei. Wir haben jetzt in der nächsten Woche, werden im Saarbrücker Umland und vor allem in Saarbrücken selbst über 100 Großflächenplakate gehängt werden mit unserem Wahlplakat Sie haben die Wahl, Hartz IV, Lügenpresse, Volksverräter und so weiter oder NPD. Wir stehen in der Mitte der Gesellschaft und das werden wir sowohl mit diesem Parteitag als auch mit dem Wahlergebnis dann am 26. März dokumentieren. Dankeschön. Vielen Dank, Peter Richter.